Hallo zusammen, Meier 3007 hier und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu Türchen 7 meines Adventskalenders. Wie gestern bereits angekündigt, gibt es heute einen Haul zu meinem gestrigen Nürnberg-Ausflug. Wegen gestern möchte ich mich noch kurz entschuldigen. Ich hatte eigentlich vorgehabt und auch gemacht, ein Video vom Balkon der Frauenkirche auszudrehen, denn da hätte ich euch den ganzen Markt in seiner vollen Größe von oben gezeigt. Ja. Aber voll Profi, wie ich nun mal bin, wie ich wieder unten war, habe ich mir in einem stillen Seitencafé, wo ich dann gesessen bin, ein bisschen das Video noch kurz angeschaut, ob es passt. Davor habe ich eine kurze Testaufnahme gemacht. Eigentlich wollte ich nur die Testaufnahme von der Kamera löschen. Aber ihr hört schon meinen Ton. Ich habe es irgendwie geschafft, dass ich das Video vom Balkon auch gleich mitlösche. Ja. Zum Glück hatte ich das andere Video vorher schon mal gedreht. Ich hatte danach keine Zeit mehr, dass ich noch ein Video mache. Darum leider, vom Balkon ist aufgrund meiner eigenen Blödheit, muss ich jetzt sagen, nichts geworden. Tut mir leid. Aber es war ein sehr schöner Tag, den ich da in Nürnberg gestern hatte. Es war das erste Mal, dass ich in Nürnberg war. Ich muss sagen, ja, es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Und der Markt hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ich habe mir auch einiges gekauft in Nürnberg und das zeige ich euch jetzt mal kurz. Zum einen, hier in einem Nonunana-Laden, dieses super schöne Notizbuch in England-Optik mit der Flagge drauf. Finde ich sehr, sehr schön. Und da hinten könnt ihr auch lesen, London. Ja. Übrigens auch ein Ziel, wo ich irgendwann in meinem Leben unbedingt nochmal hin will. Vor allem Baker Street 221b, Sherlock Holmes Museum. Das will ich unbedingt nochmal sehen. Mal schauen, wann es soweit ist. Dann habe ich eine kleine Buchhandlung entdeckt und habe mir hier einen Nürnberg-Krimi besorgt. Oder Franken-Krimi, nämlich hier Petra Kirsch, Dürers Hände. Bin ich schon gespannt drauf. Dann habe ich mir gedacht, auch in Sachen Bücher geht es ja halt eigentlich. Ja. Bis ich dann zufällig die große Thalia-Buchhandlung entdeckt habe, dreistöckig. Da war ich dann eine Dreiviertelstunde mindestens wieder mal drin verschwunden und kam ordentlich bepackt wieder raus. Zum einen habe ich mir besorgt, Bettina Peters, Hund, Katze, Graus, Geschichten aus der Tierarztpraxis. Hört sich schon wieder sehr lustig an. Da freue ich mich schon drauf, das mal zu lesen. Und dann habe ich mir noch als Buch besorgt, Kai Rademacher, Mörderischer Mistral, ein Provence-Krimi mit Captain Roger Blank. Da habe ich ja bei der lieben Ninni neulich eine Rezension gesehen. Und das Buch hat sich so gut angehört, das ist sofort auf meine Wunschliste gewandert. Und wie ich das im Regal gesehen habe, habe ich mir gedacht, komm, das nimmst du mit. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Danke Ninni nochmal an dieser Stelle für diesen Tipp übrigens. Und dann habe ich mir noch als Hörbuch besorgt, Gisa Pauli, Kurschatten. Habe ich ja letztes Jahr gelesen, bin jetzt auf die Hörbuchfassung gespannt. Gesprochen wird die Reihe übrigens von Christiane Blumhoff. Die kenne ich ja auch aus dem bayerischen Fernsehen. Habe schon mal reingehört, die macht es sehr gut, diese Lesung. Ja, bin leicht verschnupft, aber nicht schlimm zum Glück. Dann habe ich mir natürlich auf dem Weihnachtsmarkt noch drei Weckler gekauft, sprich drei Nürnberger Bratwürstel in der Semmel, sehr lecker. Und natürlich auch ein bisschen was Süßes habe ich mir noch mitgenommen. Hier, Marzipankartoffeln, mag ich sehr gerne mal. Ja. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, komm, jetzt hast du aber wirklich genug Geld ausgegeben. Ich war schon auf dem Rückweg dann zum Hauptbahnhof, aber dann bin ich noch an einem Marktstand vorbeigekommen, also nicht am Christkindlmarkt, sondern auf dem Weg zum Bahnhof schon, wo es Trockenobst zu kaufen gab. Haben wir hier den getrocknete Papaya und dann hier noch eine Tüte mit getrockneten Mangos besorgt. Und Trockenobst nasche ich auch mal sehr, sehr gerne.
Ihr seht, ich habe ordentlich zugeschlagen wird gestern in Nürnberg. Morgen denke ich, sehen wir uns zu einer Rezension wieder. Aber jetzt, bevor ich es ganz vergesse, hier noch mein Kalender. Gestern war übrigens ein sehr schönes Foto drin. Nämlich hier den Weihnachtsmann mit Elch auf dem Schlitten. Hier, das war das Bild von gestern. Nee, Entschuldigung. Hier unten, Mensch. Hier unten. Da, der Weihnachtsmann vom Fenster. Das war das gestrige Bild. Und drin hatte ich sogar einen kleinen Nikolaus aus Schokolade. Endlich mal kein Schneemann. Dann brauchen wir jetzt die 7, 7, 7, 7, 7. Da haben wir sie. Hier haben wir eine Trompete drin und als Foto ein Weihnachtsschlitten vor einem Haus. Wie gesagt, das war's mit Türchen Nummer 7. Wir sehen uns morgen im 8. Türchen dann zu einer Rezension wahrscheinlich wieder. Meier 3007.